ganz kurz, nochmal bevor wir zu Kasheva gehen, haben wir hier nochmal eine, die ausschaut. Sprech mal die mal an. Oh, nee, eine, in der, Entschuldigung. Der Gaggle. Hm? Du wirkst wie ein aufgeweckter junger Mann. Was gibt es denn? Nichts Besonderes. Es ist nur so... Ich dachte mir gerade, dass ein Teil der Bergwand dort aussieht, als wäre er künstlich angelegt. Siehst du, was ich meine, junger Mann? Ich würde es mir zu gern aus der Nähe ansehen, wenn ich dorthin gelangen könnte. Das da. Da werden wir wohl auch früh genug noch hinkommen. Ich werde wissen, dass wer geht eigentlich. Aber da werden wir irgendwann später hinkommen. Ich sehe was drunter. Eine Ausdauerschrecke. Sehr schön. So. Dann sammeln wir hier nochmal ganz viel auf, weil wir es können. Hast du noch irgendwas Schönes? Ja. Mal gucken, ob der noch was anderes im Angebot hat. Ja. Alle. So. Dankeschön. Ja, bis zum nächsten Mal. So, und ja, Aufnahme unterbrechen brauche ich ja nicht mehr. Wir sind ja quasi dann bald da. Wir können ja hier noch ein paar Sachen mitnehmen. Ne? Chili. Holzbündel. Na, den Soldatenbogen sollten wir haben. So, gibt es hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ja, hier noch mehr Holzbündel. Genau. Da glitzert auch, ach, das ist nur eine Axt. Die brauchen wir ja nicht wirklich. Da kommen jetzt noch ganz viele. Warte, euch haben wir fotografiert, ne? Ja, haben wir. So, wir müssen dann diesen Weg herunter, um zu Kasheva zu kommen. Weil diese Nacht ist ja Blutmond, wie wir ja wissen. Und ich habe auch eine kleine Einkaufstour gemacht, also. Haben wir die Zitterlibelle? Haben wir auch. Gut. Gut, gut, gut. So, dann nehme ich dich noch mit. So, den Pilz haben wir ja hoffentlich auch, ne? Ja. Gut, gucken wir mal kurz, wie spät wir es haben. Wir haben es 13.30 Uhr, sollte man doch locker schaffen. Das ist sehr gut, dass wir den angeredet haben. Was haben wir denn da? Ah, ein Fuchs. Hallöchen. So, wenn ich schnell bin, dann bist du tot. Ja, wirst du nicht sein. Ich nehme hier noch ein paar Libellen mit. So. Das heißt, glaub mir, das klappt halt nicht immer. So. So, ja. Ja, du stehst mir auch im Weg. So, wo bist du? So, das wollte ich auch nicht von dir. Was nehmen wir? Nehmen wir die Stärke. Okay, das war ein überraschender Angriff. Und du bist tot. Haben wir ganz viele Rubine und eine Schwertbanane und einen Kopfsammler. Und dann müsste das, glaube ich, halt dieser Berg sein, den wir hochgehen müssen. Jawohl. Den Berg müssen wir hoch. Und dann werden wir bis zum Abend schlafen, würde ich sagen. Wir haben erstmal ein Rustgras nochmal
was wir einsammeln können. Oh. Was ich schade finde bei der Kletterrüstung, ich finde eigentlich, wenn man alle drei hätte, hätte man auch sowas machen können, dann, dass man im Regen klettern könnte. Wisst ihr, wie ich es meine? Das wäre, glaube ich, also das wäre halt, ja, ein kleiner Kompromiss gewesen zum Regen, weil beim Regen klettern schon exorbitant nervig sein kann. Also ihr wisst es ja wahrscheinlich selber. So, eine Kröte. Noch eine. So, ganz viele Insekten, die wir hier mitnehmen können. So. Ein Opal. Haben wir nochmal schön einiges an Geld nochmal gerade gefunden. So, klettern wir hier hoch. Ja, guck mal, es wird sogar gerade wieder sonnig. Das ist natürlich schön. So. Balala, la 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 la. Papa. Wir hätten vielleicht Verlauf laden sollen. Ja, passt schon. Oh, nein, jetzt gerade nicht. Ich möchte bis zum Abend schlafen. Was nehmen wir da? Natürlich, wir nehmen einer unserer Holzbündel. Sortieren. Kurz. Wo sind die Steine? La 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 la. Da. So, und ein von dir. Dann legen wir das einfach hier hin und. So. Bis abends, bitte. Und dann müsste ja der Blutmond gleich auftauchen. Yay! Lala. Wow. Wow, warte mal. Da kommt immer mal die. Eigentlich könnte man ja auch mal Abibus austesten. La. Da 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 da. Also das mit den Regenbogen ist schon awesome. Muss man ja mal sagen. Ist am Ende des Regenbogens irgendwas? Ah, da verschwindet er langsam in der Dunkelheit. La 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 la. Da 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 da. So, jetzt müssen wir hier nur kurz warten. Können wir die Lampe runterschießen? Warum geht denn das nicht? Und dieser Fall jetzt erst da weg. Dumm. Da hinten geht er. Psst! Lass die Dummheiten! Der Blutmond kommt. Da 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 da. Warte mal. Boah, ja, warte mal. Alter. Boah, guck dir das an, ey. Ha, das sieht richtig gefährlich aus. Nice. Warte mal. Boah, das sieht richtig gefährlich aus. Kashiva. Ey. Komm, spiel weiter. La 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 da 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 ba ba bum batz bum batz bum batz bum bum batz bum batz bum bum batz bum 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 batz bum batz bum bum batz bum ba da 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 da
Da da da da da da da da da bum batz bum. Bum batz bum. Bum batz bum. La 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 la. So. Ja komm. Gleich, wie spät haben wir es jetzt? 23.10 Uhr. Gleich müsst ihr aktiv werden. So. Warte mal, schauen wir es nochmal. Vorsichtshalber das Lied an. Ja, bitte. Mit Vergnügen legen wir los. Die Nacht des Blutmonds beginnt, alle Monster neuen Leben bestimmt. Ja. Wer auf des Heldenprüfung sind, wie neugeboren den Sockel erklimmt. Auf jeden Fall der Blutmond, der steigt weiter empor. Ja. Die Frage ist, muss ich jetzt da runter? Oder kann ich jetzt hier oben stehen bleiben? Habe ich schon mal gesagt, dass ich eine Kashiva-Amiibo mir wünsche? So, aber jetzt beginnt der Blutmond. So, was passiert jetzt? Ja, jetzt kommt erstmal eine Zwischensequenz, ne? Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. So. Okay. Leute. Ich werde kurz die Aufnahme unterbrechen und nachgucken, wie das funktioniert, dieses Rätsel, weil ich will nicht nochmal auf Blutmond warten. Also bis gleich. Und ich werde halt hier laden. So, ich werde auch gleich, damit ihr seht, dass ich halt hier lade. Während des Blutmonds. Und schau, was wir da machen müssen. Also, bis gleich. So, Leute, ich bin da wieder auch wieder zurück. Und zwar habe ich nachgeguckt, wir müssen uns erstmal nicht wegwerfen, ablegen, halbnackt machen. Ablegen. Weil es heißt wie neugeboren. Dann müssen wir uns wie neugeboren auf den Sockel hier stellen. Und dann passiert das. Ja, das war's. Mehr braucht man nicht. Also zum Blutmond natürlich, braucht man noch dazu. Und dann taucht dieser Schrein hier auf. Na, so kann es gehen. So. Die Mission haben wir geschafft. So schön durch diese halbnackt, durch diese tolle Pflanze durchgelaufen, wo man sich überhaupt nicht die ganze Arme aufreißt. Ganzen Arme aufreißt, so rum. So, dann gehen wir auch gleich in diesen Schrein hier rein, weil wir haben ja noch ein paar Minuten. So, natürlich. Und schauen, welches Rätsel uns jetzt belangen wird in diesen Schrein. Vielleicht ja auch einfach gar keins. Also wenn ja, wisst was ich meine damit halt. Eine Kampfprobe. Mhm. Da wir ja eh ein Schwert bekommen. Nee, das Westerschwert nicht. Ich würde vielleicht die normale Axt nehmen. Oder die Lanze. Nee, nehmen wir die Lanze. Den Schild und ja, halt ja.
Nee, den, warte, welchen? Der wird erst noch nicht, der ist schon benutzt. So. Und wir haben ja schon schwer und leicht alles hinter uns gebracht, also Mittel sollte auch kein Problem sein. Der hält viel aus. Okay. Aus, aus, aus. Warum macht denn die Wäschelanze kaum Schaden an dem? Naja, da müssen wir jetzt halt durch. Alles klar. So, was nimmt man jetzt für ein Schwert? Königsschwert? Wir haben keinen Schaden bekommen, also. Warte mal, ich will, dass er angreift, kann verwenden. So, der soll jetzt erstmal hergelaufen kommen wie ein Bekloppter. So. Oder wir haben seinen einen Arm abgeschnitten, haben wir nicht. So, den haben wir auch kaputt gemacht. Und weg mit dir, los. Und jawoll. Na komm, gib mir da mit den Gar aus. So, dankeschön. Das hätte auch schief gehen können, ich geb's ja zu. Ist es aber nicht. Oh, wir haben hier erstmal ein Wächterschild plus. So, was haben wir hier? Ein Wächterschwert plus. Warte, hab ich jetzt gerade gesagt. Schild plus und Schwert plus, so. Das Maximum wurde erreicht. Das heißt, in der nächsten Aufnahmepause werde ich dann wohl erstmal ein kleines bisschen löschen. So, verbesserte Form des Wächterschwerts. Die Klinge ist widerstandsfähiger und noch schärfer als das Vorgänger. Als die des Vorgängermodells. So, den Wächterschutz werde ich trotzdem mitnehmen. Und dich wegwerfen. Okay, davon hat man einfach noch kein Bild. Warte, kann ich eigentlich theoretisch einfach die Wände auch damit zerstören? Ja, bringt nur nichts. Gut. Achso, ist nur abgeratzte Wand. Ich dachte, da kann man vielleicht was kaputt machen. Weil es halt so anders aussah wie die Rest des Wandes. Also weil die Wand anders aussah als die anderen Wände. Naja, ihr wisst, was ich meine. So. Ein Eisschwert. Ja, packen wir mal ein. Schön, Dankeschön. So. Das springt uns mal wieder ins Gesicht. Wir kriegen ein neues Zeichen der Bewährung. Das freut mich natürlich. Und da haben wir das nächste Rätsel von Kashiva gelöst. Ist das nicht toll? Oh Gott. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen müde noch. Und ja, da haben eigentlich diesen Part ja schon so, ne,
relativ viel gemacht. Also wir haben immerhin ein Rätsel von Kashiva gelöst. Und ja, ich würde schon sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann bei dem anderen Schrein wieder. Bis dahin würde ich sagen, tschüss.